Sieben Zeichen, die darauf hinweisen, dass du dich an ein früheres Leben erinnerst. Warst du schon einmal hier? Unsere Seele ist der reinste kosmische Wanderpokal. Die Körper ändern sich, die Leben sind ganz verschieden, die wir führen, doch sie bleibt immer gleich. Wenn du dich grundsätzlich mit dem Gedanken an eine Wiedergeburt, also eine Reinkarnation, anfreunden kannst, hast du dafür vielleicht sogar gute Gründe. Déjà-vus, die sich ständig heimsuchen, das starke Gefühl, an bestimmten Orten schon einmal gewesen zu sein und seine deutliche Ahnung, dass dies nicht dein erster Besuch auf dieser Welt ist, können Hinweise darauf sein. Es ranken sich unzählige Mythen und Theorien um das Thema Wiedergeburt. Einige Menschen behaupten steif und fest, dass es so etwas wie Seelenwanderung nicht geben kann oder überhaupt eine Seele. Die anderen sind felsenfest davon überzeugt, sich sogar an ihr früheres Leben erinnern zu können. Wir möchten uns daher mit einigen Zeichen befassen, die tatsächlich Hinweise darauf sein können, dass wir uns an ein früheres Leben erinnern. Nummer 1. Dein Aussehen im Traum ist ein anderes. Wir erleben uns im Traum immer ein wenig anders als im echten Leben. Doch unser Aussehen bleibt grundsätzlich gleich. Anders verhält sich dies bei Traumsequenzen, die uns an ein früheres Leben erinnern. Wir wissen intuitiv, dass wir diese Person sind, die spricht oder handelt. Doch wir sehen vollständig anders aus. Und auch unser gesamtes Auftreten unterscheidet sich vom jetzigen. Vielleicht sind wir sogar als Männer zu sehen, wenn wir in diesem Leben eine Frau sind und umgekehrt. Alles ist möglich, was unsere Seele auf ihrem Weg durch die Zeit für gut befindet. Genieße diese nächtlichen Vorstellungen deines früheren Ichs ruhig und vergleiche sie mit deinem heutigen. Hast du dich weiterentwickelt? Oder gefällt dir deine Persönlichkeit aus längst vergangenen Tagen besser? Manchmal sehen wir solche Träume, um uns an die Möglichkeiten zu erinnern, die jedes Leben uns bietet. Wenn du in diesem gerne mutiger und stärker wärst, wirst du die Person im Traum vielleicht bewundernswert und inspirierend finden. Nummer 2. Du fühlst körperlichen Schmerz. Physische Verletzungen im Traum, Unfälle und alles, was uns Schmerzen bereitet, kann ein unangenehmes, aber deutliches Zeichen aus einem früheren Leben sein. Solche Traumsequenzen weisen meist einen starken Bezug zur Gegenwart auf. Möglicherweise überanstrengen wir uns gerade oder nehmen zu wenig Rücksicht auf ein Handicap, das uns ausbremst. Viele Menschen unterschätzen die Regenerierungsphase, die ihr Körper nach einer Verletzung einfach benötigt. Mutest du dir zu viel zu in diesem Leben, zeigen dir Bilder aus einem früheren, dass du in dieser Hinsicht offensichtlich nicht lernwillig bist. Unter Umständen führen dir deine Träume sogar recht schonungslos vor Augen, was geschehen kann, wenn du deine körperlichen Grenzen nicht respektierst. Krankheiten sind immer Warnzeichen, egal ob wir sie nur im Traum durchmachen müssen oder ganz real im echten Leben. Nummer 3. Das Missing Link deines aktuellen Lebens. Viele Träume spiegeln Wünsche und Sehnsüchte wider, die wir uns tagsüber vielleicht nicht erlauben wollen zu fühlen. Wenn in deinen Träumen Szenen eines früheren Lebens auftauchen und du deutlich spüren kannst, dass du diese schon einmal durchlebt hast, zeigen sie dir vielleicht einen Bereich, der derzeit zu kurz kommt. Familie, Karriere, ein Leben in relativer Freiheit oder in einem anderen Land. Was dir die bunten Bilder deiner Tiefschlafphase zeigen, hat immer und ausnahmslos etwas mit dir zu schaffen. Grundlos entstehen diese abenteuerlichen, romantischen oder auch furchteinflößenden Szenen nicht. Dein Unterbewusstsein möchte mit solchen Träumen zeigen, dass es in Ordnung ist, dich deinen Sehnsüchten zu widmen. Du hattest diese Erfüllung anscheinend schon einmal gefunden. Was also sollte dich in deinem aktuellen Leben davon abhalten, diesem Ziel nachzugehen? Nummer 4. Menschen und Orte, die dir fremd sind. Unsere Träume sind manchmal besser als jeder Hollywood-Blockbuster und jedes noch so fesselnde Buch. Einer Theorie zufolge begibt sich unsere Seele jede Nacht auf Wanderschaft in fremde Welten und andere Dimensionen. Es wäre ihr also durchaus zuzutrauen, dass sie dabei auch einen Ausflug in ein früheres Leben unternimmt.
Du siehst dann im Traum Orte und triffst auf Menschen, die dir seltsam bekannt und dennoch fremd vorkommen. Meist erkennst du es an deinem Gefühl am Morgen nach dem Erwachen, dass du diese Leute und diese Schauplätze doch vielleicht von früher kennst. Dieses Früher kann natürlich auch schon sehr lange vergangen sein. Nummer 5. Geträumte Déjà-vu. Eines der merkwürdigsten Gefühle, das uns heimsuchen kann, ist ein Déjà-vu im Traum. Hier spielen dann gleich mehrere Ebenen zusammen, mit denen unser Verstand am nächsten Tag völlig überfordert ist. Ein solches gefühltes Aha-Erlebnis verschafft uns schon tagsüber ein mächtiges Gefühl, das irgendwo zwischen Wissen und Ahnung angesiedelt bleibt. Eine eindeutige Zuordnung gelingt uns nicht, was unser Gehirn restlos irritiert. Ein geträumtes Déjà-vu potenziert dieses emotionale Durcheinander und lässt sich noch schlechter leugnen und verdrängen als ähnliche Erlebnisse bei Tageslicht. Wenn Unterbewusstsein und Bewusstsein miteinander kollidieren, ist Verwirrung vorprogrammiert. Solche eindrucksvollen Traumbilder sind freundliche Grußbotschaften eines früheren Lebens, die dich daran erinnern sollen. Nummer 6. Dein Traum-Ich kommt dir sehr viel älter vor. Du bist im Traum zwar du selbst, fühlst dich aber älter und reifer. Auch das kann ein Zeichen dafür sein, dass du schon einmal auf dieser Erde gewandelt bist und dich nun daran erinnerst. Alte Seelen unterscheiden sich deutlich von den jüngeren. Einigen Menschen und Tieren kann man es an den Augen ablesen, dass dieser Besuch hier bei uns nicht ihr erster ist. Triffst du im Traum weise Entscheidungen und bist in allen schrägen oder gefährlichen Situationen die Ruhe in Person, verweist dies auf ein Flashback aus einem früheren Leben, das dich anscheinend einiges Gute gelehrt hat, von dem du jetzt noch profitieren kannst. Nummer 7. Bestimmte Träume wiederholen sich. Stets wiederkehrende Traumsequenzen, die sich wie in einer Endlosschleife wiederholen, wollen uns definitiv etwas mitteilen. Es kann sich dabei um wichtige Botschaften handeln, die unser Unterbewusstsein uns zukommen lassen möchte. Vielleicht zögern wir Entscheidungen hinaus, die längst überfällig sind. Allerdings besteht auch hier die Möglichkeit, dass eines unserer früheren Leben sich bildgewaltig zu Wort melden möchte. Das ständige sich wiederholen ist ein beliebtes Instrument des Universums, auf sich und seine Präsenz aufmerksam zu machen. Wiederkehrende Träume werden dann ähnlich wie Engelszahlen, weiße Feder oder andere himmlische Zeichen dazu benutzt, um unser Bewusstsein auf eine bestimmte Sache zu lenken. Vielleicht sollen wir uns ein Vorbild an einer früheren Lebensführung nehmen oder auf keinen Fall Fehler von damals wiederholen. Hör auf dein Bauchgefühl, wenn du öfter dieselben Bilder im Traum serviert bekommst. Auch die REM-Phase kennt so etwas wie Zufälle nicht. Viel eher dürfen wir hinter solchen Phänomenen einen kosmischen Fingerzeig vermuten. Unser heutiges Fazit: Nächtliche Flashbacks aus der Vergangenheit. Wir wissen es natürlich nicht mit Sicherheit, doch die Chancen stehen gut, dass wir nicht zum ersten Mal Gast auf diesem schönen Planeten sind. Vieles von dem, was uns im Alltag passiert, fühlt sich seltsam vertraut und bekannt an. Wenn dann sogar noch unsere Träume Grußbotschaften aus einer weit zurückliegenden Vergangenheit übermitteln, ist die Sache mit der Wiedergeburt naheliegend. Unsere unsterbliche Seele ist auf diese Welt gekommen, um zu bleiben. Was wechselt, ist nur ihre äußere Hülle und die Bedingungen, unter denen wir leben. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben